Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Nichts ahnend, komme ich nach Hause, weiß zwar, dass heute Backeln kommen, aber nicht das. Ich dachte eigentlich, ja, ich habe die an unterschiedlichen Tagen bestellt, dachte eigentlich, ja, dass die nicht gleichzeitig kommen. Was für ein Pech. Ja, meine Oma hat die Backeln angenommen. Ja, und die Bedienerin, die zufällig heute da war, hat es gleich raufgetragen zu mir. Ich habe eigentlich den Geschirrspüler mit draufgenommen und die Hunde. Ja, also nicht den Geschirrspüler, sondern die Sachen aus dem Geschirrspüler. So. Aber ich sage immer Geschirrspüler. Ich war eigentlich einkaufen. Ich habe eigentlich lustige Sachen gekauft, wie sowas. Solche Färmchen, die kann man dann so rausdrücken, das ist weich. Bärchens, jo, Muscheln und Herzen und Dings. Und solche Clips. Jo, dann noch solche Formen. Ja, so ein Pizzamesser. Hatte ich noch keins. Ich habe zwar jetzt noch weniger Platz für sowas, aber es macht nichts. Ja, auch solche Färmchen, die sind auch so weich. Tassen, Schüsseln, alles Mögliche, was in der Küche eigentlich gar keinen Platz mehr hat. Scheiße, naja. Auf jeden Fall habe ich mal bei meinem Hof bestellt. Ich glaube, man sieht's. Bin gespannt, wie das Heu ist. Bisher ist ja auch sehr lustig. So ist es angekommen. Das Heu ist lose drin. Aber so viel wie ich greifen kann, ist es relativ lang und hart. Also genauso wie Heu für Meerschweinchen sein sollte und Kaninchen. Auf jeden Fall sieht es so an sich schon, man sieht eh schon ein bisschen rein da, besser aus als das, was ich vorher hatte. Jo. Und da hinten, also das ist eins, das ist eins, das ist eins, das ist eins, das ist zu plus, sieht man an den an den grünen Bandeln. Grünes Bundle zu Plus und das ist Mixerama. Das Mixerama ist am kleinsten. Ja. Na, ich bin gespannt, ich darf das jetzt ausräumen und Auspackvideo machen, wobei vom Heu mache ich kein direktes Auspackvideo, da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das machen möchte. Weil ich kann nicht das Heu im Zimmer auspacken und das ist lose drinnen, also ohne Plastikverpackung, was ich eigentlich toll finde. Zum Videodrehen ist es doof. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich hinten in die Bucht hauen, da ist das Heu jetzt schon ganz leer. Ich bin froh, dass es heute gekommen ist, sonst hätte ich für heute ein kleines Sackerl kaufen müssen. Weil ich heute nichts mehr hatte, also ich habe gestern das letzte verfüttert von dem Müllheu. Was ich da hatte, was eigentlich gemischt mit Stroh war. Also Hälfte Stroh, Hälfte Heu, wenn überhaupt so viel Heu drinnen war. Das war ja wirklich furchtbar von Wilmi. Also das war, da haben sie wirklich nur den Boden zusammengekehrt. Zumindest ist das da, wenn ich drauf hau, rieselt es da raus. Und da die tolle Verpackung bei Zooplus. Ich kann sicher auch was rausholen, wenn ich möchte. Ja. Naja, durchschauen kann man. Hoffe ich mal. Also ich, ja. Bist du narrisch? Ja, ich habe zweimal, also 30 Kilo Heu und 30 Kilo Streu bestellt. Ja. Und die hübschen Häuschen, das Video kommt heute. Ich habe zwar die Häuschen noch nicht ganz fertig. So, das gehört da innen noch lackiert. Das ist Außenkerz noch einmal angestrichen. Und innen habe ich halt nur die Küken aufgeklebt. Ja, ich weiß, außen wäre es besser gewesen. Nö. Aber ich fand die innen irgendwie niedlich. Also so, wenn man halt so reinschaut und... Oh, Küken! Oh, Küken! Also so... Oh, Küken! Ja. Und das ist halt von... Kaninchenbude. Das Kaninchenbude kann man leider nicht mehr lesen, aber das Zeichen, das habe ich da auch gemacht. Und nein, falls jemand wissen will, das ist nicht meine Adresse, das ist die vom Futter, nicht Futterhaus,
vom Futtersilo von Mixerama. Ja, da kann man es zwar auch nicht mehr lesen, kaninchenbude.de. Und das ist auch nicht so schön geworden. Die großen werden, also wenn man da wirklich die ganze Serviette nimmt, die werden halt irgendwie so komisch runzlert. Das ist zwar da auch ein bisschen, aber nicht so arg wie das da. Ich weiß nicht wieso. Es wird immer so komisch. Naja. Da habe ich wieder eine andere, da habe ich die Variante 2 genommen. Also zuerst angestrichen, das Holz, dann die Serviette draufgelegt und dann wieder drüber gestrichen. Das gefällt mir tatsächlich besser. Da sieht man es. Aber die Serviette ist auch nicht so groß gewesen. Muss ich auch dazu sagen. Das ist für die Ratten, deswegen in grau, auch wenn man das nicht wirklich aus... Die Serviette war eigentlich grau. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass es grauer wird. Oh ja, da sieht man schon ein bisschen. Ja, die Serviette ist irgendwie komisch. Die ist einmal gestreift und dann so gemustert, dann wieder gestreift und gemustert. Ja. Auf das bin ich sehr stolz. Das gefällt mir extrem gut. Da hinten habe ich übrigens einen Versuch, Gras anzubauen, aber ich glaube, das war schon zu alt. Die Grassamen, glaube ich, kann ich weghauen. Wenn es nicht mehr keimt, dann sollte man es den Tieren auch gar nicht mehr geben. Also ich glaube, ich werde die Grassamen jetzt dann wegwerfen. Jo. Hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten.